Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Schönen guten Tag, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben jetzt die Folge 943 und ich mache es diesmal so, wie ich es angeteasert habe. Ich mache es diesmal wirklich so, ihr habt also gerade das Akustik-Intro gehört und jetzt nehme ich mir das Sprachmemo auf. Das heißt, also ich werde alles mit Backpack-Studio sozusagen einfügen. Das heißt, alles kommt auf Pads. Und die Folge hier auch. Und somit habt ihr dann den gewohnten Sound. Und trotzdem, ja, mit Backpack-Studio. Das ist doch gut, oder? Ist mal was ganz anderes. Das heißt mit Intro, aber ihr habt hier natürlich die Sprachmemo-App. Und warum sage ich das? Wir haben hier gerade ein bisschen Wind. Das heißt, wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Und schau mal, ob wir ein bisschen Natur einfangen können. Also ich sitze hier auf dem Bett. Ich stelle mich jetzt nicht ans Fenster oder so, aber vielleicht haben wir ja Glück. Es knallt ein bisschen, es gibt ein bisschen Donner. Wir können es einfangen. Im Hintergrund mauzt ja auch eine Katze. Also insofern haben wir hier wirklich ein bisschen Wind. Und es soll auch gleich ein bisschen Regen kommen. Also insofern, ja. Schauen wir mal. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Vielleicht könnt ihr schon ein bisschen Wind hören. Könnte man jetzt beim Olympus wahrscheinlich etwas besser, aber egal. Fährt ein Auto vorbei. Gott sei Dank ohne Musik. Und im Hintergrund hätte schon den Wind. Man merkt es auch, es wird sehr luftig hier. Die Fenster sind ja alle auf, also auf Kipp. Schauen wir mal, wie das heute so wird. Und mal gucken, was ihr davon hört, wie gut die Sprachmemo-App nun ist. Also wie gut man mit der Sprachmemo das aufnehmen kann. Klar, ich sitze jetzt nicht direkt vorm Fenster. Wenn man natürlich jetzt draußen wäre, dann könnte man natürlich viel mehr aufnehmen. Aber was soll's. Von hier müsste es eigentlich auch einigermaßen zu hören sein. Zumindest hört man, dass es ein bisschen windig ist, denke ich mal. Es rauscht ja auch. Und wenn es dann anfängt zu regnen, mal gucken, ich kann ja auch mal ins Wohnzimmer gehen gleich. Lassen wir uns ein bisschen bewegen, ja, dass wir ein bisschen unterschiedlichen Sound haben. So, auf jeden Fall kann ich ja mal kurz ans Fenster gehen. Ihr hört jetzt vielleicht ein bisschen besser. Ja, da hört ihr es. Das ist der Wind. Ich kann ja mal das Handy ein bisschen so
anhalten. Ist ja bloß eine Audioaufnahme, soll keiner was. Ihr seht da, also gut, dann werde ich mal ins Wohnzimmer gehen. Gucken, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr einfangen können, denn da sind ja auch, ist ja auch die Fensterfront ein bisschen größer. Und wir haben ja da zwei Fenster und den Balkon, der ist auch auf Kipp. Außerdem ist das Zimmer ja auch ein bisschen größer. Das Telefon lege ich jetzt mal hier drauf. Schränkchen. So. Und ihr hört es. Ja. Jetzt müsst ihr den Wind auch hören. Das ist nur das Säckchen hier, das Spielzeug, der Spielzeugtunnel vom. So, jetzt halte ich nochmal ran. Ja. Wahnsinn. Hier beim Balkonfenster vielleicht. Wind. Ja. Wind, Wind, Wind. Schöner Wind. Ja. Was müssten wir jetzt auch von hier hören? Gehe ich noch mal kurz zu Mia hoch. Ja, Mia, bin doch schon da. Was ist denn los, Dicke? Ja? Was hast du denn? Ja. Hm? Ist windig, ne? Ja, ist aber ganz gut. Könnt ihr mal Luft holen hier, ne? Guck mal. Ich werde mir gleich noch einen Bratapfeltee machen. Gehen wir also in die Küche. Da kann ich das ja mal ans Fenster stellen. Da müsste man ja auch einiges hören. Mal schauen. So, jetzt befinden wir uns also in der Küche. Ich stelle das Handy einfach mal in der Nähe vom Fenster hin. So. Gut. Hier ist das Fenster, das heißt, ich muss ja da hin, wo auch was zu hören ist. Guck, ob das hier auch stehen bleibt, das Handy. Denk mal schon. Und jetzt könnt ihr ein bisschen hören. Genau. Während ich mir leise den Tee mache, könnt ihr ein bisschen Natur genießen. Dazu. Mal gucken, wie viel wir davon überhaupt kriegen. Das ist jetzt eine Sache. Aber das weiß man ja auch vorher nicht. So. Dann werde ich mir mal den Wasserkocher voll machen. Also was heißt voll? Wenn wir bloß eine Tasse Tee machen, brauche ich ja nicht viel Wasser.
Genau, reicht schon. So, wollen wir mal. Natürlich müssen wir jetzt auch noch den Wasserkocher anschließen. Aber das ist ja logisch. Ohne den läuft nichts. So. Gut. Jetzt hört ihr erstmal den Wasserkocher rauschen und natürlich den Wind. Aber so ist das halt. Gucken wir mal, ob irgendwo was kommt. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Scheint sich wieder ein bisschen beruhigt zu haben. Naja, ich stelle das Gerät jetzt erstmal wieder so hin, dass er mich hört. Schauen wir mal. Gut, hier haben wir die Tasse. Ich brauche noch Süßstoff. Genau. Mieze nehmen wir auch. Ist schön. Ja, Blackie. Der schon mal das Handy auf den Tisch, also auf die Arbeitsfläche. Aber ich nehme mal den Tisch hier, damit wir, oder was heißt den Tisch, den Stuhl hier, damit wir auch näher am Geschehen sind, falls doch noch was kommt. Genau. Und dann schauen wir mal. So. Wir brauchen natürlich die Tasse. Ja, meine Mieze ist auch schon auf ihren Stuhl. Genau. Ja, deshalb passt ja dann auch das Akustik-Intro gut zum Naturereignis. Weil noch, jetzt haben wir noch nicht viel Natur hier, aber na, mal gucken. Mal Looky Looky machen. Looky Looky. So, dann wollen wir mal gucken. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dann gieße ich mal langsam ein. Und leckeren Bratapfeltee haben. Ja. Genau richtig. Genau. Jetzt kann er ein bisschen ziehen. Den Rest kippe ich natürlich weg. Gucken, dass gar keine Katze hier drin ist. Das tut ein bisschen weh. Genau, heiß. Kochwasser. So. Das kommt der wieder hier auf. Genau, jetzt können wir ein bisschen warten. Ja, jetzt müsst ihr ja nicht irgendwas dazu essen zum Tee, aber leider habe ich nichts groß. Was ist man zum Tee? Ja, eigentlich ein Plätzchen oder sowas. Zum Bratapfeltee passt natürlich eigentlich Spekulatius. Wir haben zwar kein Weihnachten, aber ist auch egal. So. Jetzt sitze ich und warte erstmal auf meinen Tee.
Der muss 10. Süßer Bratapfeltee von Teekanne. So. Warum nicht? Wir warten und warten. Das ist das, was ich bei Tee nicht mag. Dieses Warten, bis er gezogen ist und dann kann man ihn irgendwann trinken. Naja, so ist es halt. Ja, also scheinbar hat sich's ausgewindet, war ja nicht viel. Schade, Herr Korb, dass ein bisschen mehr kommt. Meine Luft ist ja jetzt drin, aber hätte ja auch ein bisschen mehr kommen können. Ja, mir. Alles gut. Ja. Also ich merke gerade, es regnet. In der Küche merkt man das noch nicht, obwohl ich ja auch Fenster auf habe, aber naja. Man merkt es nur ein bisschen hier in der Küche. Ja, wir lassen uns überraschen. Das ist auch noch ein bisschen doller wird hier. Aber spätestens, wenn es ein bisschen doller wird, dann müssten wir auch hier in der Küche das hören. Hier ist ja bloß ein Fenster. Im Wohnzimmer sind ja drei. Also zwei Fenster und der Balkon. Insofern klar, dass man da ein bisschen mehr hört. Aber was soll's. Inzwischen kann sich das ja ein bisschen einregnen. Können uns ja auch mal wir können uns ja auch mal gleich ins Wohnzimmer setzen, das ist ja auch eine Idee. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal Telefon und Handy, bringe es rüber und dann die Tasse. Alles nach der Reihe. Vielleicht hören wir ja im Wohnzimmer ein bisschen mehr hören. Denn im Wohnzimmer ist ein bisschen mehr Regen. Also man hört es ein bisschen besser einfach. Ja, ne, hier kann man es schon ein bisschen hören, also ich höre es. Was ihr jetzt hört, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber hier liegt übrigens auch eine Katze. Aber das ist, ja, das passiert halt manchmal. So, dann hole ich noch meinen meinen Tee. Seht ihr, ich bin noch im Kaffeemodus. Hole ich meinen Tee und dann... Ist das so eine schöne Aussicht? So, jetzt befinden wir uns hier wieder im Wohnzimmer und auf der Couch natürlich gleich. Ich setze mich auch ein bisschen weiter nach rechts. Genau. Ja, ihr hört es vielleicht ein bisschen. Es regnet. Genau. Ja. Handy mal hier hin.
nicht runterfallen kann natürlich. Und dann, ja, vielleicht können wir ja das ein oder andere wirklich einfangen. Vielleicht hört ihr auch leises Tropfen am Fenster. Wie gesagt, dazu wäre jetzt natürlich ein Olympus vielleicht ein bisschen besser, aber naja, wir gucken mal, was wir mit der Sprachmemo-App so einfangen können. Stimmt's, Blecki? Da siehst du auch so, ne? Ja. Blecki, komm mal auf die Couch hier, komm. Ist doch weicher hier, komm. Ja, brauchst mich nicht anschnurren. Hm? Na komm. Das ist der heiße Tee, Kicker. Oder legt sich da drüben hin? Hm? Ja. Ein schöner Dienstagabend. Ich hätte jetzt Samstagabend beinahe gesagt. 23. Juli 2024. Und ein schöner Regenabend. Irgendwie romantisch. Jetzt mit der Freundin auf der Couch sitzen. Ja, das wäre schön, wenn man eine Freundin hätte. Lass mal den Tee. Ja, lecker. Schmeckt. Kann man nicht klagen. Süßer Bratapfeltee. Auf den Abend ist doch was. Einfach mal eine Folge zum Nichtstun. Ruht euch einfach auch genauso wie ich aus. Vielleicht könnt ihr das ein oder andere ja hören. Auf jeden Fall ist die Luft gerade sehr angenehm. Das ist schön. Müsste man eigentlich im Hintergrund das Lied Sommerregen von den Fantastischen Vieren hören. Darf man ja nicht. Also darf man schon, aber dann kann ich es ja nicht hochladen. Insofern.
Ja, die Luft ist gerade sehr angenehm. Also dadurch, dass alle Fenster offen sind, ist es wirklich eine sehr, sehr angenehme Luft. Das muss man wirklich sagen. Hey Blackie, siehst du auch so, wa? Das war Mia. Ja, was ist das Mia? Ja, feine Mia. Unterhältst du dich mit deinem Herrchen? Mia redet. Ah, Mia? 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 Mach mal Mautz. Dann mach mal Miau. Mia, Mautz mal. Die mautzt nur, wenn sie will. Ja, das ist so. Da kannst du nichts machen. Die mautzt nur, wenn sie der Meinung ist, dass sie mautzen möchte. Dass sie Miau machen möchte. Ja, ist doch alles in allem ein schöner Dienstagabend zum Ausklingen. Ja, also ich denke, ich werde die Folge auch bald beenden, denn ich muss sie ja, um sie hier einzufügen, oder sagen wir es mal so, ich muss sie ja gleich wieder abspielen, wenn sie dann auf dem Pad ist und damit ich nicht eine Stunde noch hier eine Folge hören muss. Denn anders geht es ja mit den, nicht. Aber genauso werde ich das machen. Also ihr habt ja dann jetzt das Akustik-Intro gehört, was ich auch selbst eingespielt habe, mit dem Keyboard natürlich. Ja, also es war keine echte Cajon und es waren. Ja, und ihr hört auch gleich das Akustik-Outro. Das ist dasselbe, nur ohne Gequatsche. Ja, das war also Podcast von Sven Heidenreich. Folge 943. Ja, die nächste Folge wäre denn die 944. Ich hoffe, dass ich mir die Nummer noch einigermaßen richtig liege. Erstmal entsperren. Aufzeichnungsplatte. Taste Friedensstraße 84. Ja. Nicht meine Adresse, sondern die Aufnahme heißt so. Dann werde ich sie mal hochladen. Also erstmal im Speckback-Studio und dann geht's weiter. Ja, dann hört man sich in der nächsten Folge. Ciao, ciao.